Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden, den Angler-Brüdern. Und Freunde, wir waren gerade auf einem Turnier von... Buh, 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 buh. Sehr gut gemacht, stark gesehen. Richtig gut gespielt. Rasiert, hat Spaß gemacht. Danke, ja. Sie hat einfach komplett alles auseinandergenommen heute wieder. Und wir fahren jetzt gleich erstmal... Ich glaube, wir essen noch kurz was, bevor wir trainieren, oder? Was Kleines, so mäßig. Ich habe schon heftig Hunger, gucken. Digga. Was denken die Menschen? Was sollen die denken? Die denken einfach, dass du deinen Sohn kaputt schlägst. Alter, jetzt hat sie sich nicht mehr gefragt. Kannst nicht mehr, ne? Das passiert gefühlt jedes Mal, wenn Mama und Willi in der Küche sind. Sie schlagen sich dann einfach. So, Freunde, das Essen ist angerichtet. Wir haben hier ganz, ganz simpel 3 Toast mit bisschen Chicken drauf, bisschen Salat für den Geschmack, dazu ein Wiener Melange. Gleich gibt es noch 2 Eier und dann gehen wir trainieren. Ja, ich liebe diese Hoodies einfach über alles. Ja, Mann, ohne Witz, dieser Hoodie und den du gerade anhast, diese Oversize-Hoodies sind einfach meine absoluten Lieblingsdinger. Den Dizzy-Hoodie. Mit diesem Aufdruck hinten. Ich trage die nur noch einfach. Ne? Also man kann sagen, ich bin unhygienisch, weil ich noch 2 Hoodies trage, aber ich sage, das ist bequem. Krass. Auf jeden Fall, Freunde, mit unserem Code ENGELS spart ihr 10% auf eure ganze Bestellung und könnt uns damit natürlich unterstützen, wenn ihr bei Gym Junkie bestellt. Und auch extrem viele Sachen für Frauen dabei, Leggings und Co. Ja, also nicht nur denken, dass nur, weil wir das jetzt tragen mäßig, dass es keine Sache für Frauen gibt. Eigentlich müssen wir was für Regen und Saskia bestellen, damit wir das so, ehrlich so zeigen können. Was ist los? Ich bin personeller, personell, was heißt das? Türöffner. Danke. Die ganze Bande ist am Start, Freunde. Habt ihr Bock? Yeah, man. Freunde, für alle Leute, die bei Extrasport trainieren oder in Paderborn, ihr könnt jetzt hier nicht nur wegen dem geilen Gym hinkommen, sondern ihr könnt jetzt auch hier hinkommen, um einfach richtig geilen Kaffee zu trinken. Wir haben jetzt eine neue Kaffeemaschine. Deswegen, Pre-Record Kaffee, geil, geiles Gym, Freunde. Mein Name ist und haben jetzt auch Zeit, ein Beintraining zu absolvieren. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, ich habe diese Nacht so wenig geschlafen wegen dem Turnier. Ich bin zu spät ins Bett gegangen und hatte, glaube ich, am Ende des Tages 4 bis 5 Stunden Schlaf. Ich merke das, deswegen erstmal ein doppelter Kaffee. Ich hoffe, das Ganze holt mich ein bisschen, damit ich ein bisschen mehr Power habe, beziehungsweise ein bisschen wacher werde. Hauptsache fürs Beintraining und dann ist es auch schon okay. Let's go. Beobachtet, du musst jetzt beide, trainiert nicht beide, trainiert einfach nur Half-Reps. Man muss nur aufpassen vor den Mitarbeitern, die sind gefährlich. Max, was machst du heute? Alles. Alles? Also Ganzkörper, ne? Yes, sir. Wie oft gehst du momentan die Woche? Hä? In den Ferien, wie oft bist du gegangen? Fast jeden Tag, ne? Ja. Und jetzt so 1 bis 2 Mal die Woche am Wochenende Gas. Hey. Richtig? Ja. Sauber, Bro. Ich bin auch YouTuber. Geil. Hier ist noch ein YouTuber. Ich bin auch YouTuber. Was ist mein Kanal? Fitness. Mein Kanal? Was mein Kanal ist? Ja, was du so deine Haupttopic in deinem Kanal? Yoga, Mindfulness und ich glaube, das ist von Rigi, nein, der Kanal. Nein. Du hast nicht? Nein. Rigi, der heißt, soll ich sagen, wie der heißt? Ja. Regina Engelhardt. Aber du heißt doch Victoria. Das ist so ein Doppelleben, das ich führe. Also, ja, okay, verstehe schon. Okay, verstehe. So, Freunde, nach dem Training gibt es für mich erstmal so einen Bio-Ingwer-Shot. Ich trinke die Teile seit ein paar Tagen, weil wegen Health und so weiter und so fort. Vielleicht hört ihr an meiner Stimme, ich bin nicht bei 7000%, so wie immer. Aber, also ich bin so, wie sagst du immer? Im Energiedefizit. Im Energiedefizit etwas. Also es wäre schlauer, wenn ich Rest machen würde. Also ich würde jedem empfehlen, in der, ich sag mal, in der Gemütslage lieber Pause zu machen. Aber ich kenne meinen Körper mittlerweile gut genug. Wir trainieren schon lange genug, dass ich weiß, wo ich wie viel ungefähr machen kann, dass ich nicht noch erschöpft am nächsten Tag bin und wenn ich genug
Vitamins, genug Schlaf reinkriege und vernünftig esse, dann, ich sag, morgen machen wir eh einen Rest Day, dann ist es übermorgen komplett regeneriert und deswegen gibt es jetzt so einen Ingwer-Shot. Ich probiere den mal, der ist von Lidl. Ich finde die Dose irgendwie voll geil, du auch. Das, habt ihr die Dose gesehen vom Ingwer-Shot, Rigi? Ja, ich feiere die voll irgendwie, voll lustig. Findest du die auch cool? Ich finde die super. Mal gucken. Ja, du geil. Ich sag für direkt nach Chris Training oder so. Chris Pass Mini. Ist gut, also ich liebe Ingwer-Shots, wenn die richtig heftig meinen Hals wegballern, weil ich dann denke, die bringen was. Ja, der ist halt, da ist halt ein bisschen mehr drin als bei den üblichen, glaube ich, 150 Milliliter. Und der brennt auch schon gut, nicht so krass, es gibt krassere, aber der ist ganz okay und der kostet nur 1 Euro. Vergleichsweise geht das auch voll klar und warte, die Inhaltsstoffe, 25% Ingwer-Saft ist da drin und natürlich alles direkt gepresst. Ihr müsst auch immer aufpassen bei solchen Säften, dass da nicht nur Apfelsaft drin ist. Das ist sehr oft, wie heißen die Dinger nochmal? True Fruits. Bei True Fruits müsst ihr aufpassen oder Innocent, ich weiß nicht, ob ihr diese Smoothie-Dinger kennt. Es gibt viele Geschmäcker, wo fast... So Freunde, ich bin jetzt nochmal los und zwar hat mein kleiner Bruder, beziehungsweise unser kleiner Bruder Maxi, morgen Geburtstag am Sonntag. Wir haben noch kein Geburtstagsgeschenk, das ist gefühlt jedes Mal so, aber zum Glück haben wir das jetzt schon gemerkt. Also wir wussten schon, was wir ihm kaufen wollen, aber wir haben es vergessen zu holen. Let's go! Stay calm. Liberty Bell. Alright, Freunde, Geschenk ist gekauft. Mal gucken, wie das finden wir jetzt. Digga, der Controller ist Killer, ne? Junge, ich finde ihn richtig geil. Also, echt schöne Farbe. Ehrlich gesagt. Ehrlich, ne? Aber jetzt können wir können ja warten, wir können ja erstmal zählen, mit was für Controller er momentan zockt. Achso, jo. Das ist echt eine Katastrophe, der arme Boy. Aber er sagt immer, ich finde den geil, weil die Sticks so flach sind. Komplett broke. Ja man, aber der geht noch. Also, ja man. Aber jetzt ist okay. Ist eine neue Ära angebrochen. Oh yeah. Mama, ah? Warum hast du mich eigentlich geschlagen? Warum hast du mich geschlagen? Aber wir haben das Video jetzt so genannt. Meine, ja, jetzt macht sie vor Kamera so, weißt du? Aber vorhin hat sie nicht die Kamera gesehen. Und deswegen hat sie das gemacht. Weil immer, wenn ich nach Hause komme, dann kriege ich nicht Schläge von mir. Papa, stimmt das? Papa? Ich war heute auch dabei. Ich ja. Meine, ich hab gesehen. Sie macht das, ne? Hallo! Also, was sagst du, Papa? Es hat keiner aufgenommen, oder? Ja, doch, keiner hat gesehen. Ja, das ist doch schon seit Jahren so, ne? Und das ist auch der wahre Grund, wieso ich ausgezogen bin. Nee, nee, nicht seit Jahren, seit ein paar Monaten. Mama! Freunde, falls ihr euch fragt, Willi oder Arthur vor allem, wo bleibt eure Roomtour? Die kommt noch. Meine Wohnung ist nämlich ganz fertig. Bei Arthur, wie gesagt, gibt es echt dicke Neuigkeiten, weshalb wir noch nichts gezeigt haben. Aber das wird auch noch kommen. Also, nicht, dass ihr denkt, es kommt keine mehr. Ich habe auch richtig Lust, das zu zeigen, aber es hat sich noch nicht angeboten. Bei Arthur und bei mir ist es halt noch nicht fertig. Ich will es erst zeigen, wenn es komplett fertig ist. Also grob ist alles fertig. Mein Zimmer ist auch fertig, aber gerade wie zum Beispiel das Badezimmer saniert. Wie wir im letzten Video schon gesagt haben, deswegen konnte ich zum Beispiel auch nicht das Badezimmer benutzen. Und ja, deswegen bin ich die ganze Zeit, wenn ich auf Klo muss, hin und her am Pendeln zu Arthur, zu meiner Familie. Aber halb so wild, ist nur die Anfangszeit. Und wenn es soweit ist, wenn alles fertig ist, werden wir natürlich zeigen, wie alles aussieht.